Okay. Was machst du denn lieber, Scha... Nicht da hoch? Nein. Nein, 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 das habe ich so nie gesagt. Was machst du denn lieber, Schalter? Ach, du füllst Wasser um. Wer hätte denn damit gerechnet? Nun, jetzt gerade spiele ich noch ein Stückchen weiter, damit sich das mit dem Speichern besser lohnt. Wer weiß, vielleicht wird da jetzt doch auch noch eine Drei-Part-Session draus. Unerwarteterweise. Was ist denn... Hier ist kein Wasser drin. Das heißt, wir müssen hier Wasser reinfüllen. Wahrscheinlich ist jetzt in dem anderen Raum, der dahinter war, Wasser drin. Wahrscheinlich. Gehen wir einfach mal von diesem Fall aus. Fuck! Scheiße! Nicht so laut. Wir haben 3:41 Uhr. Scheißspiel. Es ist ein Scheißspiel, Leute. Oh. Ha. Richtig. Da haben wir ja gespeichert. Warte, hier waren die noch schnell. Wir müssen das Wasser umleiten. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich das zu machen habe. Das heißt, ich würde relativ problemlos ablaufen. Sollte es zumindest. Ja, ich mache hier raus definitiv eine Drei-Part-Session. Die hätten es auch nicht anders machen können, dass man hier wieder zurückkommt, ne? Nein, das muss natürlich so sein. Das muss genau so sein und kein Stück anders. Hier runter. Willst du wohl? Wieso das auch nicht gefährlich ist, es will einfach nicht in meinen Kopf, dass das dadurch, dass es langsamer ist, nicht mehr gefährlich ist. Ich meine, ist eine Schussku... Nein, ist eine Kettensäge auch nicht mehr gefährlich, wenn sie euch langsamer massakriert? Oder was? Oder wie? Ich hätte vielleicht Medipack nehmen sollen. So. Halt, 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 halt. Wir wollen ja nicht die Munition unterschlagen, die uns das Spiel hier angedreht hat. Ne? Da war doch was gewesen. Ja, genau. Es wird alles mitgenommen. Munitions können wir später noch sehr gut gebrauchen. Gerade in den Südseeinseln brauche ich. Werde ich meiner Meinung, meines Wissens nach, sehr viel Munition brauchen. Eigentlich hätte ich heute gar nicht aufnehmen dürfen. Weil eigentlich sind die Aufnahmen heute so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ja, ich hab verstanden. Da ist so ein komisches Stromteil-Dingens. Dingenskirchens. Und ja, ich habe verstanden, ich muss dieses Ding jetzt dazu bringen, da reinzufahren. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen deutlicher kennzeichnen können, dass das die Aufgabe ist. Aber nun gut. Wir haben es ja schlicht und ergreifend früher oder später dann doch rausbekommen, was das Spiel jetzt so genau von uns wollte. Und deswegen werde ich mich da auch jetzt nicht weiter großartig drüber aufregen oder so, sondern es einfach machen. Es Kisten schieben nicht was Tolles, vor allem wenn sie aus Eisen bestehen und irgendwie nur aus Eisengittern. Ich frage mich ehrlich. Lara?
Manchmal ist dieses Ding irgendwie lahm. Ich frage mich ehrlich, wo der wirkliche Sinn dieses Gerätes hier ist. So, ich... Ein muss noch. Soweit ich mich erinnere, hatte das, glaube ich, schon gereicht. So, hier kommt er ja jetzt nicht mehr durch. Und schalten wir den Schalter an. Das macht echt nur das Licht an, ne? Und das flackert dann auch so komisch. Und jetzt kommt er da rein. Und Stromgedöns, Überlastung, was weiß ich. Und das Ding ist off. Und da können wir jetzt hochklettern. Ist das nicht voll spannend? Ja. Ja. Vor allem, weil ihr das ja alles schon kennt, ne? Ich bin so müde, Leute. Alter Lara, wann hab ich dir gesagt? Wann? Dubstep Lara Returns. Füll's um. Füll's nochmal um. Jetzt bitte ich dich kurz zu schießen. Der kriecht? Alter, die können Deckung? Die können in Deckung gehen? Das ist... Da muss ich gerade sogar wirklich sagen, das respektiere ich. Da habt ihr Core-Design. Ihr habt die ersten Gegner gebracht, die so professionell Deckung genommen haben. Also in so einem Spiel jetzt. Glaube ich jetzt zumindest, dass ihr die ersten da wart. Liebes Core-Design-Team. Da habt ihr echt mal was gebracht, wo ich echt nicht mit gerechnet hätte. Also da habt ihr vor gefühlten 10 Jahren was gebracht. Ich weiß nicht, ob das Spiel mittlerweile so alt ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann es rauskam. Rup, rup. Alarm, Alarm. Ja. Da ist eine Luke, wo wir nicht rankommen. Toll, ne? Ja, finde ich auch. Das macht wahrscheinlich der zweite Schalter. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Ach so, der Weg ist... einfach so da für... nichts. Das ist der... einfache... die einfache Existenzberechtigung dieses... Weges? Nichts? Ich wollte nicht zu springen, Lara. So hab ich das nicht von dir gewollt. Nein, nein, nein. Da hast du wohl ein bisschen was missverstanden oder so. Was habe ich da gehört? Es hörte sich... komisch an. Oh, ja, okay. Diese komische Spalte da hat natürlich... Spalte klingt natürlich vollkommen verkehrt gerade. Die gleiche Existenzberechtigung. Nämlich ebenfalls nichts. Genauso wie das hier. Was macht dieser Schalter jetzt? Der Schalter, an der... what?
Das war doch nicht davon, dass wir darauf gegangen sind, oder? Das wird's doch wohl jetzt nicht gemacht haben. Wieso ist das Wasser weg? Kannst du den Schalter nochmal drücken? Bitte? Ist hier noch irgendein Weg? Oder? Die Tür ist auch irgendwie zu. Kam das vom Alarm? Hätte ich den nicht auslösen dürfen? Gibt es... Ah! Ich nehme natürlich alles zurück, was diesen Weg hier angeht. Er hat seine Existenzberechtigung voll und ganz. Auch wenn diese nicht unbedingt gleich ersichtlich ist. Sondern nur dann, wenn man sich ein bisschen näher mit diesem Gang beschäftigt und seine Hintergrundgeschichte verfolgt, dann wird einem so langsam klar, welch tiefgründige Bedeutung dieser Gang dann da doch hat. Oder halt auch nicht. Das ist, glaube ich, so eine Sache des Willens, inwiefern man Bock hat, sich darum zu kümmern. Da ist noch eine Ratte. Stirb! So, aber erstmal noch dieses Medipack holen. Das ist, die Zeit definitiv wert. Und es ist langsam Zeit für einen Cut. Aber ein bisschen möchte ich hier gerade noch voranschreiten. Weil ich würde diese ganze Situation hier gerade sehr gerne verstehen. Achso, die Türen sind zu. Und damit können wir so nicht mehr da lang. Hier ist Wasser. Achso, so kommen wir wieder hier hin. Okay. Okay. Die Luke war jetzt, soweit ich weiß... Ja, warum... Wo kommen die immer her? Lasse mich los. Wo kommen die immer her? Das ist bestimmt wieder ein und derselbe, der immer wieder aufsteht. Ist das... irgendein Verwandter von... Die hießen, glaube ich, Karl und Dieter oder so, ne? Oder wie habe ich die genannt? Ja, Karl und Dieter, so hießen sie ganz bestimmt. Das hat jetzt was gemacht. Oh, Leute. Leute. Kommt mir doch nicht mit so was. Vor allem anstatt, dass der Schalter gleich auch noch da das Wasser regelt, musst du erstmal den Spieler nochmal zurückschicken. Zwingend. Die Tür ist wieder offen und hier ist wieder Wasser drin. Und die Luke. Ich schau mal, was da jetzt ist. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht so ganz, da jetzt einfach runterzutauchen. Das ist ein... Das ist so ein schlichter Gang. Hier ist Harpunenmunition. Ich hab hier Angst. Der Gang macht mir Angst. Ich hoffe, dass er nicht tödlich ist. Was ist das denn jetzt? Oh. Okay. Wir sind in diesem Gemäuer drin. Und so langsam ist es, denke ich, auch Zeit, den Part zu beenden. Finde ich sehr interessant jetzt.
War jetzt mal ein geiler Fortschritt, diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 3. Bis dann. Ciao und verpisst euch.